Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Final Fantasy 13. So, ich schaue mal gerade schnell, was für eine Aufgabe wir jetzt eigentlich haben. Oder wo wir hin müssen. Ah ja, da müssen wir also hin. Schauen wir mal, ob wir die Feinde ein bisschen umgehen können. Ich glaube es fast nicht. Aber man kann ja immer hoffen, da oben müssen wir hin, glaube ich zumindest. So. Hüpf. Ach schade, kein Salto. Ist ja unglaublich. So. Untersuchen. Aufzug benutzen. Ja, das wollen wir. That looks like an easier way to get where we're going. Well, let's take it. Wouldn't want you to throw your back out climbing, old man. You really are a charmer, aren't you? Ach, damit kann man also auch nicht auf Schienen fahren. Cocoon. Ah, und Schnee. Wo ist die Kugel denn jetzt hin? Ach, da. Da ist die Kugel. Ich dachte, da könnte man nur mit auf den Schienen fahren untersuchen. Können wir auch wieder zurückfahren? Scheint so, finde ich gar nicht schlecht. Schön sieht das hier aus. So, da vorne können wir speichern. Das tun wir auch so gleich. So. Und wir machen uns weiter auf den Weg, unser Schicksal zu ergründen. Und herauszufinden, was unsere Bestimmung ist. Geil. Sieht einfach nur geil aus. Oh, das sieht nicht so geil aus. Kämpfen wir mal mit dem oder gehen wir an dem vorbei? Ich glaube, wir probieren mal einen Kampf. Weil sich jetzt hier der Präventivschlag so anbietet. Was tobt denn da? Der soll auch angreifen. Ach, jetzt tut er auf. So, der scheint kein Problem zu sein. So, der Schock scheint sogar schon, scheint sogar noch zu reichen. Jawohl. Und das war's. Gut, das gibt auch 5 Sterne, 2350 Kristallpunkte und eine Kummerträne. Wenn ich so aussehen würde, hätte ich auch Kummer. So, und wir bahnen uns den Weg. Windmühlen, okay. Und ein paar Bäume. So, und den hier nehmen wir, nehme ich auch mal mit, Entschuldigung. Halt total den Frosch im Hals, ey, ist ja unglaublich. So.
So, und den machen wir mal schnell noch fertig. Das kriegen wir in dem Schockzustand auch locker auf die Reihe. So. Man sieht die Zahlen nur so fliegen. Die Musik ist jetzt so still. So, 960 Kristallpunkte, Unheilträne. Kriegen wir hierfür. So, Kollege, dreh dich mal um. Schön. So ein Wind. This will be quick.
Jetzt müssen so Schock, 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 das dauert ein bisschen. Das ist aber hart am Limit hier. Heilung, Heilung, Heilung. So, und der darf nicht seinen Schock verlieren. Jawohl. Jetzt hat er sowieso ausgespielt. Noch und das war's. Oh ne, Hope macht's schon. Hope reißt es. Aber damit können wir auch leben. So, 5 Sterne, 3310 Kristallpunkte und Kristalltränen. 2 Stück auch gleich. So, haben wir hier noch eine schöne Kugel. Ich wusste es. Das sieht man gleich schon schön auf der Karte, wenn da so eine Einbuchtung oder sowas ist. Da versteckt sich doch mal gerne eine Schatzkugel. So. Da vorne haben wir noch einen Nebenauftrag. So, jetzt. So, zuerst kümmern wir uns um den Kleinen. So, und dann gleich auch um den Großen. So. Machen wir mal nur Angriff. Mal gucken, ob das mehr zieht. Kommt mir fast so vor, als wird das mehr ziehen als Ruin. Aber ist egal, der hat sowieso gleich hinter sich. Ah, der Schock könnte auch nicht ganz ausreichen, wie es aussieht. Schauen wir mal. Nee, da haut er voll nochmal drauf. Ja, das ist die Fertigkeit, die wir freigeschaltet haben. Wenn es auf den letzten paar Pixeln auf dem Schock zugeht, dann machen wir nochmal richtig extra Schaden. Kummerträne gibt es eine. So, und hier vorne dürfen wir noch einen Nebenauftrag annehmen. Okay, diese Ruinen sollten Orber sein. Nichts ist geblieben von all der Lebhaftigkeit und dem Wohlstand. Ist der den zu erlegen, meine Bestimmung ist zu die Zerstörung verantwortlich. Er sollte sich in den Trümmern im Hafen verbergen. Aber warum wollen die, falls sie jetzt noch, dass dieses Monster vertrieben wird?
konnte nicht jede Rettung zu spät? Wollen Sie etwa in diesem auf diese Weise Wüste eine neue Stadt errichten? Ja, nehmen wir mal an. Probieren wir mal aus, ob wir den kalt kriegen. So, wofür müssen wir denn da hin? Ah, okay. Which is your house? What do you mean, which is ours? All of them. They're all ours. Yep, everyone in the village live together. One big happy family? One heck of a lot of places to hang your hat. We're back. Oh, aber Grand Pulse. So, you want to take a look around? We'd better. Gotta find something to help us lose these brands. That's not the only reason we're here. You're finally home. Make the most of it. Mach das Beste draus. Kein Schwein mehr da. So, da haben wir auch noch gleich ein paar Feinde. So, hier können wir nicht lang, ne? Können wir eben da runterspringen, ne? Es geht leider nicht, also müssen wir uns hier durchkämpfen. Was sind das denn für Viecher, ey? Komische fette Hände. Achso, hier können wir, kann ich auch was untersuchen? Ein altes, verwittertes Schild. Steht verlassen neben der Straße. Es ist, wie so viele andere, dem Zahn der Zeit zum Opfer gefallen. Ah ja, okay. Ich habe noch eine Schatzkugel. Aber es kann auch gut sein, dass sie da unten ist. Mit Sicherheit. So, da hinten ist auch eine. Ach komm. Als Bundy wollte ich einfach mal durchlaufen und einen mir davon krallen. Und dann klappt das auch gleich auch noch. So. Aber da müssen wir auch mal wieder Analyse wirken. Die kennen wir noch nicht. Die komischen Hände. Metafertigkeiten. Analyse. So. Schwäche gegen alles. Na toll. Gewaltige Magie auf jeden Fall. Kaboom. Und das war's auch schon. Naja, allzu schwer waren sie jetzt nicht. Fand ich zumindest. So, aber nur 3 Sterne, 3270 Kristallpunkte. Die nehmen wir gerne mit und eine Unheilträne. So. Was ist da denn? Wenn wir hier hochgehen. Da ist doch ein einziger Feind da oben. Oder hier drinnen eher gesagt. Ach du. Geht's noch? Darf ja auch kein kleiner sein. Jetzt sind wir auf einmal draußen wieder. So, kennen wir den? Ja, den kennen wir natürlich. Das ist wieder eine Mega-Aufgabe, den in den Schock zu kriegen.
your best shot. Jawohl, geht doch. So, ich brauche einen Heiler mit drin. Da haben wir natürlich jetzt keinen vernünftigen. Machen wir es einfach so. Jetzt haben wir Hope nicht ganz zu Ende geheilt, aber egal. Ich wollte noch ein ganz bisschen wenigstens den Schock hier ausnutzen. Der wird nämlich gar nicht so easy going werden. So, Hope ist wieder geheilt. Thank you. Turn the tide.